Herzlich willkommen bei einem weiteren Vorgestellt-Video hier auf diesem Kanal. Dieses Mal sehen wir uns mal den Train Station Simulator an. Ein naja, Bahnhof-Bau- und Manager-Spiel. Das Ganze wurde entwickelt von Applic Apps Studios und ist im Early Access seit dem 14.12., also seit etwas mehr als 2 Wochen, für 13 Euro verfügbar. Der offizielle Release soll im 4. Quartal 2018 sein, also sagen wir mal in angepeilt einem Dreivierteljahr frühestens. Das ist aber noch, würde ich mal behaupten, ein ganz ordentlicher Zeitraum. Momentan sind im Spiel bereits viele Sachen implementiert. Es ist sehr gut spielbar. Es gibt viele Objekte, verschiedene Züge, Loks, Maschinen, verschiedenste Passagiere, Vandalen. Ist alles schon drin. Sonst wäre es auch nicht so gut spielbar. Es gibt aber auch noch einige Pläne, die in diesem Dreivierteljahr noch mit dazukommen sollen. Sagen wir mal Dreiviertel bis ein komplettes Jahr. Nämlich Wetter, Unfälle, Überfälle, mit Evakuierungen sogar. Ich habe was von Bomben gelesen. Klingt erstmal interessant. Zu den Unfällen und dem Wetter. Auch natürlich Schnee, Regen, erstmal allgemein, aber auch dass zum Beispiel Bäume auf Schienen fallen können und deshalb die Anreise blockiert wird. Des Weiteren eine verbesserte KI, neue Mitarbeitertypen, neue Einrichtungen, noch mehr verschiedene Passagiere und auch Güter. Wie auch immer das dann aussehen mag, darauf bin ich mal sehr gespannt. Aber das sind halt die Pläne für die Zukunft. Da muss man dann ein bisschen abwarten, was so die Zeit bringt. Die Entwickler haben geschrieben, dass sie planen, regelmäßig Updates so 1 bis 2 Mal im Monat zu bringen. Von daher lassen wir uns da mal überraschen. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass es nach mehr als einer Stunde sehr verbuggt sei und nicht mehr gut spielbar. Ich persönlich kann das bis jetzt nicht bestätigen. Im Hintergrund bei den Aufnahmen ist es so, wie auch bei den letzten Videos, wenn ich den Bildschirm abcapture, weil aus irgendeinem Grund der Fenstermodus entweder nur einen weißen Bildschirm hat oder die direkte Spielaufnahme irgendwie nicht funktioniert, aus irgendwelchen verschiedenen Gründen, keine Ahnung, muss ich mich nach den Feiertagen mal ransetzen oder im neuen Jahr mal ransetzen. Ist ja schon ab übermorgen. Dann hat er immer diese komischen Ruckler drin. Die sind nicht im Spiel, die sind nur in der Aufnahme. Ich weiß nicht wieso. Alles klar, so, kurz und knapp. Ziel des Spiels: Bauen, Verwalten und Expandieren des Bahnhofs, den man selber baut. Dazu gibt es verschiedene Spielmodi, den freien bzw. den endlosen Modus. Ja, hat man einfach kein wirkliches Ziel, man baut einfach so frei vor sich hin. Es gibt auch einen, da hat man ziemlich viel Kohle zur Verfügung, da kann man sich schon ordentlich was zusammenzimmern. Es gibt eine Kampagne, das ist dann sowas wie baue einen Bahnhof in so und so vielen Tagen von 1970 bis 2010 in diesem Zeitraum. So. Es gibt den Ready Mode, das bedeutet einfach, es ist schon ein Bahnhof da, den man noch ausbauen muss. Das ist sehr interessant eigentlich. So kann man sich mal so ein bisschen angucken, wie denn, naja, die Entwickler sich so ein Bahnhofsgebäude im Spiel auch vorstellen. Das habe ich zugegebenermaßen diesen Modus erst ausprobiert, genauso wie den Missions- bzw. den Survival-Modus. Klingt jetzt total fancy, ne? Survival-Modus. Ne, da geht es einfach nur um den Wiederaufbau eines heruntergekommenen Bahnhofs. Weil ehrlich gesagt, ja, natürlich, es gibt Screenshots hier und da und dort, nur da sieht man mal so, wie
die sich das vorstellen, wie der Bahnhof dann so aussieht. Und man kann da einfach mal so ein bisschen rumwerkeln, was ist so später im Spiel noch möglich. Vielleicht dann auch für den freien Modus. Ja, man kann da schon einiges sich zusammenschustern. Ja, zum Bauen. Es gibt verschiedene Schienentypen, je nach Ära. Es gibt hinterher nämlich extra Schienen, zum Beispiel für Elektroloks. Und zwei andere, die dann jeweils für die vorherigen Äras wichtig sind. Und bestimmte Züge können auch nur auf diesen bestimmten Schienen dann fahren. Das ist dann besonders kritisch, wenn man, naja, sagen wir mal, immer noch die Schienen aus Ära 1 da liegen hat und dann irgendwann weiterkommt und, naja, neue Schienen verfügbar sind. Das ist dann nicht so toll. Ja, ansonsten baut man natürlich Ticketschalter, Toiletten, Restaurants, Snackautomaten, Deko, Infoschalter, Mülleimer, Stationspläne, Fahrpläne, alles, was man halt an so einem Bahnhof dann so findet, was halt auch dann wichtig ist, damit die Leute, die Passagiere, zufrieden sind. Zu den Mitarbeitern, es gibt im Moment Reinigungspersonal, Polizei, Erste Hilfe und Handwerker. Da sollen ja noch mehr mit dazukommen. Bin ich mal gespannt. Ich habe mir jetzt nicht herausgeschrieben, welche da noch mit hinzukommen sollen. Aber da warten wir mal ab, nicht wahr? Zum Transport. Natürlich müssen auch irgendwie die Passagiere zu dem Bahnhof anreisen können und gegebenenfalls auch von dem Bahnhof wieder wegkommen. Er liegt zwar, wie man an der Umgebung sieht, in der Stadt, aber es gibt trotzdem Bushaltestellen, die man bauen kann. Da gibt es drei verschiedene Typen, eben auch für Commuter, Citylink und National, eben je nach der Passagiergruppe. Diese Passagiergruppe findet man auch bei den Zügen wieder. Wenn man sich nämlich zum Beispiel einen Zeitplan erstellt, den man übrigens nur nachts verändern kann, da gibt es auch die drei Typen Commuter, Citylink und National. Das sind die jeweiligen Passagiere. Und die wollen eben auch anreisen bzw. wieder abreisen. Es gibt eine U-Bahn. Es gibt Fahrradparkplatz und VIP-Parkplätze. Da soll noch ein bisschen mehr auch mit dazukommen. Da bin ich mal sehr gespannt. Gut, wenn man also diesen Zeitplan für seine Züge sich zurechtlegt, muss man auch einiges beachten. Neben den verschiedenen Passagieren, die möglichst dann auch an- und abreisen wollen. Beziehungsweise es bringt natürlich viel mehr, wenn ich jetzt einen Citylink-Zug habe, der um 8 Uhr ankommt. Und ich um die Uhrzeit herum einen Citylink-Bus anreisen lasse, der bringt mir nämlich eine bestimmte Anzahl an Passagieren pro Zeiteinheit. Pro Stunde, glaube ich, sind es. Gut, aber nicht nur das muss man beachten, nein, denn zum Beispiel ist auch die Zuglänge wichtig. Man sieht in dem Zeitplan links die Anzahl der Waggons, die der Zug mit sich bringt. Und es ist sehr ratsam, einen Zug auf einen ähnlich langen Bahnsteig oder in einen ähnlich langen Bahnsteig fahren zu lassen. Denn ja, die Zuglänge variiert von 2 bis 5. Ich glaube, es gibt auch noch mehr. Habe ich aber noch nicht gesehen bis jetzt, von daher Angaben ohne Gewähr. Und der Bahnsteig muss halt ausreichend lang sein, damit dort Leute aus- und auch wieder einsteigen können. Das ist sonst etwas verschwendete Kapazität. Ja, die Passagiere haben verschiedene Bedürfnisse, wie Hunger, Durst, Harndrang, Müdigkeit und Stimmung. Und die wollen natürlich auch jeweils ihr Bedürfnis gedeckt haben. Für den Hunger ganz klar Snackautomaten, Lounge,
Restaurant, gegen den Durst ebenfalls, beziehungsweise halt Getränkeautomaten, den Harndrang, natürlich Toilettenanlagen, gegen die Müdigkeit ein paar Bänke platzieren, ein paar Sofas bauen und für die Stimmung, ja, vielleicht Musik, nein, ich weiß es nicht. Bei der Stimmung bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ich glaube, das ist so mehr allgemein, wie der Bahnhof so aussieht und wie das so alles ineinander übergeht. Es gibt außerdem auch übrigens noch Vandalen, die dann zwischendurch mal alles Mögliche zerstören wollen. Da ist es sehr ratsam, auch nachts zum Beispiel Polizisten anzustellen, die einfach die dann wieder fortbringen. Okay. Die verschiedenen Gebäude, die verschiedenen Einrichtungen, wie die Automaten, die Restaurants, die Ticketautomaten, die variieren auch oder die verändern sich im Laufe der Zeit, je nach Ära. 1970 natürlich anders als im Jahre 2010. Man sieht es im Hintergrund irgendwo, da die Hintergrundspielszenen aus, ich glaube, 4 verschiedenen, naja, Spielständen bestehen. Einmal extra einen freien Modus aus einer etwas aktuelleren Zeit, ich glaube 2000, den ich extra angefangen habe, nur für diese Aufnahmen, meinem eigentlichen Spielstand und ein paar Spielszenen aus dem Kampagne- Ready- und Missionsmodus. Der Kampagnenmodus ist mein eigentlicher Spielstand, damit ich auch alles einmal gemacht habe, einmal alles gesehen habe. Okay. Fazit. Es macht Spaß, wenn man Freude daran hat, auf relativ einfachem Wege, sage ich mal, sich ein bisschen was zurechtzubauen und mal zu warten, was so passiert. Denn gerade im Kampagnenmodus, das Geld ist dann doch relativ knapp, auf den schwierigen Schwierigkeitsstufen erst recht. Man muss also einfach mal zwischendurch warten und einfach mal zusehen, was so passiert. Es hat jetzt nicht unbedingt die größte Spieltiefe, möchte ich mal sagen. Klar, das Geld, das man zur Verfügung hat, gibt man halt aus zum Bauen und für die Mitarbeiter. Man nimmt Geld ein durch die Tickets. Und natürlich, wenn jemand sich irgendwo was kauft am Automaten etc. Es ist, glaube ich, schwierig, da noch mehr einzubringen, um es auch nicht zu komplex werden zu lassen. Prinzipiell, wenn man... Gut, es gibt im Moment kein Tutorial, das soll aber noch kommen. Wenn man einmal den Dreh raus hat, ist jetzt nicht sonderlich schwer, weil eigentlich erklärt sich fast alles von selbst. Ansonsten kommt immer unten so eine nette Hinweistafel, die einem auch mal ein paar Hinweise gibt. Es ist nicht unbedingt das komplizierteste Spiel, was aber auch mal ganz nett sein kann, nach einem harten Arbeitstag oder was weiß ich, sich einfach da hinzusetzen. Man klickt hier ein bisschen, klickt da ein bisschen. Dann wartet man 2, 3, 4 Minuten, bis man wieder ein bisschen Geld hat, baut aus. Gut, und es wird dann, ich sag mal, spannend. Natürlich erst im späteren Spielverlauf, wenn man dann, keine Ahnung, 6, 7, 8 Gleise hat, da überall immer Züge ankommen, dann hat man auch die dementsprechende Menge an Leuten. Ja, das ist bei fast allen Spielen so, dass so das fortgeschrittene Spiel das spannendste ist. Okay, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Das Video ist jetzt auch gar nicht so lang. Jetzt muss ich noch gucken, wie ich die Szene im Hintergrund schneide, auf ungefähr 15 Minuten. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, glaube eine Stunde Spielzeit aufgenommen im Hintergrund. Weiß ja nie, was ich vorher zeigen möchte. Weiß ja nie, was passiert. Und, jo, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Aber, nee, morgen nochmal. Morgen ist ja auch noch dieses Jahr. Aber ich wünsche allen anderen schon mal einen guten Rutsch und wir sehen uns wieder im Jahr 2018. Bis dann, euer Norderon. Ciao.